Ein Akt der Selbstverteidigung, der Syrien-Einsatz ist beschlossene Sache. Der Bundestag hat mit einer erdrückenden GroKo-Mehrheit für den Syrien-Einsatz gestimmt. Und nachdem alles auf einmal so schnell ging, könnte man fast spekulieren, dass das sowieso schon geplant war. Abgestimmt wurde mit 445 Ja-Stimmen, 146 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen. 1200 Soldaten vorerst bis Ende 2016, dass das aber so nicht eintreten wird, ist eigentlich allen klar. Denn auch bei der Bundeswehr spricht man von einem 10-jährigen Einsatz. Hat denn nun der Bundestag auch das deutsche Volk repräsentiert? Wenn wir von der Bild-Umfrage ausgehen, dann ja. Denn 60% haben für den Kampf gegen die Terrormiliz ISIS abgestimmt. Auch der Deutschland-Trend der ARD bildet ein ähnliches Ergebnis ab. Die Frage, sollte Deutschland gegen den sogenannten IS militärischen Beistand leisten? Etwas ungeschickt formuliert, nichtsdestotrotz befürworten die sogenannten ARD-Zuschauer mit 58% den militärischen Einsatz. Die NTV-Umfrage tanzt aus der Reihe, denn hier haben sich 71% gegen ein militärisches Engagement in Syrien ausgesprochen. Ich vermute, es liegt an der Fragestellung, denn sobald der IS genannt wird, sind alle Leute voll dabei. Aber wenn es nur um ein militärisches Engagement geht, dann sieht die deutsche Bevölkerung das doch sehr viel kritischer. Trägt denn nun dieser Einsatz zur Verbesserung der globalen Situation oder vielleicht sogar zum Weltfrieden bei oder nicht? Maria Jansen auf den Straßen Berlins hat nach Antworten gesucht. Der Deutsche Bundestag hat heute für den Bundeswehreinsatz in Syrien abgestimmt. Und inwiefern finden Sie, würde das zum Weltfrieden und zu unserer Sicherheit beitragen? Ich denke nicht zu unserer Sicherheit. Ich denke, das gibt mehr Unfrieden hier in unserem Land. Gar nicht, ne? Gar nicht. Gar nicht, ne? Wir möchten ja auch, dass es Frieden gibt und wir können eigentlich nicht immer nur alle anderen dafür ins Feld schicken. Zur Sicherheit wird es bestimmt beitragen, denke ich mal. Zum Weltfrieden natürlich erstmal kurzfristig nicht. Also ich bin ja die ältere Generation, da ich sehe das alles ein bisschen anders. Und finde es alles ein bisschen beängstigend. Aber es ist natürlich besser, sie machen da irgendwas, als wenn es jetzt hierher kommt dann. Ne? Verkehrt ist es sicherlich nicht. Ich bin ansatzweise dafür. Nicht komplett, aber in gewisser Weise. Also ich bin ein bisschen gespalten. Ich bin total raus aus der Politik, interessiert mich echt gar nicht. Deswegen kann ich da jetzt nicht so unbedingt so ein Statement zu abgeben. Der militärische Einsatz wird als Akt der Selbstverteidigung begründet. Alexander Neu, Mitglied der Linken, sagt, dass von einer Selbstverteidigung keine Rede sein kann. Außerdem bewegt sich dieser Angriff nicht in einem rechtlich legitimen Rahmen. Von einer Selbstverteidigung kann keine Rede sein. Viele tausend Kilometer von Paris entfernt, in einem Staat, der selber nichts damit zu tun hat, dann dort Angriffe zu fliegen, ist selber ein Rechtsbruch. Insbesondere hat die syrische Regierung Mitte September einen Brief an den UN-Sicherheitsrat geschickt, dass sie nicht damit einverstanden ist, dass westliche Luftwaffen ihr Territorium jeden Tag verletzen und dort bombardieren. Die syrische Regierung ist dagegen. Die westlichen Staaten ignorieren das und brechen tagtäglich den syrischen Luftraum. Ich sage das deshalb auch, weil die Türkei ja meint, dass Russland den türkischen Luftraum verletzt hat, was sein mag. Aber die Türkei tut ein Vielfaches tagtäglich. Die sogenannte Air Campaign, also der Luftkrieg alleine, kann einen Krieg nicht entscheiden. Die russische Regierung setzt ja auf die Bodentruppen der syrischen Regierung, was ja legitim ist. Sie ist die einzige legitime Armee vor Ort. Ob es westliche Truppen geben wird, es gibt Spezialkräfteeinsätze bereits, ob sich das mit einer Eigendynamik gewissermaßen fortentwickeln wird, bleibt abzusehen. Ich kann mir vorstellen, in der Tat, dass da was kommen wird. Was aber allerdings schon auch von der Bundesregierung angesprochen wird, ist, wenn es einen Frieden geben soll, der abgesichert werden soll, könnte es sein, dass auch die Bundeswehr dabei sein soll. Ich glaube auch, dass wir durch die Beteiligung noch stärker in den Fadenkreuz des IS kommen. Ich bin sehr skeptisch, was die Sicherheit Deutschlands angeht. Aber es gibt einen anderen Punkt, der weitaus gefährlicher ist, was kaum in der westlichen Öffentlichkeit diskutiert wird. Im syrischen Luftraum gibt es eine Vielzahl von Staaten, unter anderem Russland, die dort kämpfen. Das hat ein Potenzial, kann eine Dynamik entfalten, die einen großen Krieg mit Russland erzeugen kann. Wir sehen den Abschuss der russischen Maschine durch die Türkei. Das, wenn wir Glück haben, bleibt es ein Einzelfall. Aber es hat ein Potenzial zu weit mehr. Das ist die viel größere Gefahr.
Einem 29. NATO-Mitglied steht nichts mehr im Wege. Montenegro soll es werden. Mittwoch wurde eine offizielle Einladung der Außenminister des Bündnisses ausgesprochen. Wem dieser Beitritt genau dienen soll, bleibt offen, denn Montenegro verfügt über eine äußerst kleine Armee von lediglich 2.100 Soldaten. Kritiker sehen dieses Vorgehen viel mehr als geopolitischen Schachzug. Der Außenminister Montenegros, Luksi, freut sich und Generalsekretär Stoltenberg heißt das voraussichtlich 29. Mitglied willkommen. Die NATO-Mitgliedschaft ist gut für Montenegro. Sie ist gut für Europa und gut für die gesamte Allianz. Also noch einmal, willkommen. Thank you. Dies ist in der Tat ein großer Tag für mein Land. Ein verdienter Tag, glaube ich. Und ich bin überzeugt, für die Allianz ist es ein ebenso wichtiger Tag. Der Nutzen eines Beitritts wird von Montenegros Politikern sowohl im sicherheitspolitischen als auch im wirtschaftlichen Bereich gesehen. Allerdings hat diese Entscheidung im Land selbst für viel Verstimmung gesorgt, denn circa die Hälfte der 600.000 Montenegriner sprechen sich gegen den Beitritt aus. Diese Unstimmigkeiten haben bereits in der Vergangenheit zu Demonstrationen geführt. Darüber hinaus wächst das Unverständnis für die Regierung und die Politiker, die teilweise schon über 2 Jahrzehnte im Amt sind. Man möchte kein Spielball auf dem großen geostrategischen Schachbrett werden, so Joaquin Flores, Balkankorrespondent der Greenville Post. Was genau der Nutzen für das kleine europäische Land sein soll, das ist die große Frage. Die Frage, in welcher Weise ein NATO-Beitritt Montenegro nutzt, die wird in Montenegro derzeit tatsächlich gestellt. Es gibt wirklich keinen kohärenten Konsens. Den Menschen in Montenegro wurde nicht einleuchtend erklärt, welches denn nun die Vorteile sind. Und das ist eine der Ursachen für die Protestbewegung, die es nun gibt. And so this is really one of the sources of the problems in the protest movement that's underway right now. Es scheint durch den NATO-Beitritt keinen wirklichen Nutzen zu geben. Natürlich bietet die NATO bestimmte Gehälter an und bestimmte Dinge bezüglich des Militärs. Aber Montenegro ist natürlich ein kleines Land mit einer sehr geringen, sanftmütigen Bevölkerung und es ist keine Militärmacht. Es werden natürlich bestimmte Dinge bezüglich einer Aufwertung des Militärs geboten, aber jenseits des Theoretischen scheint es keine echten Vorteile zu geben. Die Regierung Montenegros ist ein wenig ungewöhnlich. Es ist ein europäisches Land, die Führung tendiert aber dazu, sich ein wenig so wie die alten Bananenrepubliken in Afrika oder Lateinamerika im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu verhalten. Und das ist nicht abfällig gemeint, sondern einfach nur eine Analyse. Sie bedeutet, dass die Führer leider nur auf ihre eigenen Interessen schauen. Wenn sie eine Möglichkeit sehen, ihr Vermögen um ein paar Milliarden Dollar oder Euro zu erhöhen, dann werden sie diesen Kurs vermutlich einschlagen. That they may increase their own value, their own wealth by a few billion dollars or a few billion euros, then this is a course that they're likely to take. Außerdem bietet die NATO natürlich an, durch die Geheimdienste den Staat zu untermauern, besonders in einer Zeit, in der die Protestbewegung gegen die Regierung in Montenegro so populär ist. The protest movement against the Montenegrin government is so popular. Die Regierung ist sehr besorgt, dass sie die Macht verlieren könnte. Ein Teil des Konfliktes mit der Bevölkerung gründet sich auf den Pro-NATO-Kurs. Aber durch einen NATO-Beitritt hofft die Regierung, Stabilität zu erreichen. Sie hoffen, in das Geheimdienstnetzwerk der NATO eingebunden zu werden. Die allgemeine Stimmung scheint in sämtlichen Bereichen zumindest vorsichtig gegenüber einem NATO-Beitritt zu sein. Und mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist kategorisch gegen eine NATO-Mitgliedschaft. Darum sehen wir seit Ende Oktober die vielen Demonstrationen in der Hauptstadt. Das sind Themen, die natürlich mit Korruption zusammenhängen, mit der Tatsache, dass die heutigen Machthaber das schon seit 30 Jahren sind. Es wird wirklich nicht als ein demokratisches Land gesehen. Und nun bewegt die Regierung das Land unilateral in Richtung einer NATO-Mitgliedschaft, ganz im Widerspruch zu dem, was die meisten Menschen denken. Offen gesagt haben sie Angst, dass im Falle einer geostrategischen oder geopolitischen Katastrophe Menschen aus Montenegro an die Front geschickt werden. Wir sprechen hier natürlich von Verlusten in einem Krieg, an dem sie keinen Anteil und auch kein Interesse haben.
Russland sieht den Beitritt mit Sorge, hat aber noch nicht mit konkreten Maßnahmen reagiert. Ein Duma-Vertreter sprach bereits über Sanktionen, allerdings konnte Kreml-Sprecher Peskow das nicht bestätigen. Aber schon vor einiger Zeit kam aus Moskau die Ansage, dass ein Beitritt Montenegros in die NATO schädlich für die gesamteuropäische Sicherheit sein würde. Und im zweiten Teil geht RT-Reporterin Maria Jansen einem Frontal-21-Bericht aus der Ostukraine nach, der nicht unbedingt der Qualität entspricht, die wir aus dem ZDF-Axel Springer-Konglomerat gewöhnt sind. About sanctions. Easy right or wrong, but I definitely think sanctions are better than conflict. You don't perform for diplomatic reasons. You perform for humanitarian ways. I'm talking obviously about Edward Snowden. I believe he's a hero. I believe he's coming directly from his heart. Auf deutsch.rt.com haben wir im November über den Frontal-21-Bericht zum Thema Kindersoldaten im Fronteinsatz bereits einen Artikel verfasst. Kurze Zeit danach haben wir die Protagonisten der ZDF-Reportage ausfindig machen können, doch das, was sie uns erzählten, ist selbst eine Reportage wert. Der ZDF-Korrespondent und Axel Springer-Preisträger Joachim Barth und Journalist Ant Ginzel, bekannt durch Reportagen über das Leipziger Rotlichtmilieu, haben sich ausdrücklich zu der Unabhängigkeit Donetsker und Luganska Volksrepubliken bekannt. Das gestanden sie gegenüber mehreren Donbass-Einwohnern, als sie ihr Bericht über Kindersoldaten für ZDFs Frontal 21 vor Ort drehten. Darunter waren zwei Kadettenschüler, der Sozialpädagoge Juri Saripov. Sie erzählten uns über ihre Begegnungen mit den deutschen Korrespondenten. Sie konnten kein Russisch, darum kommunizierten wir über die Dolmetscherin. Sie sagten, sie unterstützen Novorossiya, die Donetsker und Luganska Volksrepubliken. Und sie sagten, Jungs, bleibt stark und alles wird gut. Sie wirkten sehr wohlwollend und machten einen sehr freundlichen Eindruck. Der Kameramann war mir, um ehrlich zu sein, unsympathisch. Der benahm sich komisch. Bei Ihnen zum Beispiel merkt man sofort, dass Sie sich für uns interessieren. Bei dem anderen Kameramann war das nicht so. Dennoch waren Sie freundlich. Sie lächelten. Freundlich schon, aber der Reporter war halt lockerer. Stimmt. Als wir voneinander Abschied nahmen, wollten Sie ein Bild von uns. Meinten, Sie möchten ein Erinnerungsfoto mit uns. Mir kamen sie nett vor, das kam anscheinend aber nur so rüber. Wir unterstützten sie, wir zeigten ihnen unseren Unterricht und unsere Unterrichtsräume. In der Sporthalle waren sie auch, wir brachten ihnen gegenüber unsere Gunst zum Ausdruck. Wir zeigten ihnen unser Zubehörlager, danach noch die Bibliothek und die Sporthalle. Vor der Abfahrt führten sie dann ein Interview mit den Jungs durch. Das heißt, die Jungs vertrauten ihnen, genauso wie auch die Leitung der Kadettenschule. Wir halfen ihnen bei ihrer Arbeit. Wir hofften auf eine gewisse Objektivität in der Reportage. Zumindest haben sie uns das versprochen. Sie sagten, nicht alle im Westen würden lügen. Es gäbe auch einige, die an der Wahrheit interessiert sind. Und wir glaubten ihnen. Sie fragten die Kinder, wer sie sind und wie sie in die Kadettenschule gekommen sind. Sie haben sich nach ihrer Vorgeschichte erkundigt. Beide Jungs waren in die Kampfhandlungen verwickelt. Ihr Schicksal ist nicht leicht. Die Reporter wollten wissen, was sie durchgemacht und was sie gesehen haben, wie sie hier gelandet sind und was sie sich für ihre Zukunft wünschen. Sie nannten sich Novorossiya-Freunde und trugen die entsprechenden Zeichen, Sankt Georgsbänder. В принципе,
вызывали доверие у детей. Поэтому, конечно, то, что потом... Damit weckten sie bei den Kindern Vertrauen. Doch als die Jungs dann sahen, was daraus geworden war, standen sie erst einmal unter so einer Art Schock. In der Frontal 21-Reportagen wurden dann aus Freunden plötzlich Separatisten. Aber das ist nicht der einzige Widerspruch im Bericht. So jagen sie quer durch den Donbass einen einzigen 15-jährigen Jungen hinterher, während die Kindersoldaten in der Westukraine gerade mal eine kurze Erwähnung bekommen. Die beiden Minderjährigen Jewgeni Shakunov und Semyon Spektor fanden sie in einer Kadettenschule in Lugansk. Diese öffneten sich den mitfühlenden Novorossier-Unterstützern aus Deutschland und erzählten ehrlich darüber, was die ukrainische Armee in ihren Dörfern so machte, was sie letztendlich dazu trieb, zur Waffe zu greifen. Darauf flossen die Tränen aus den Augen des 16-jährigen Jewgeni. Jewgeni Shakunov hat Schlimmes erlebt. Bereits mit 15 sah er, wie Geschosse menschliche Körper zerfetzten. Hier posiert Jewgeni vor einem getöteten ukrainischen Soldaten. Und 100 eigene Kameraden sah Jewgeni sterben. Wir sind unter uns und aus Jewgeni bricht es heraus. Krieg ist Wahnsinn. Das darf sich nicht wiederholen. Das soll um Gottes Willen keiner durchmachen, was ich erlebt habe. Du hast ständig Angst. Es ist ein Horror. Nicht eine Minute kommst du zur Ruhe. Noch Tage nach einem Gefecht stehst du unter Strom. Hast Angst, dass der Feind kommt und dich umbringt. Nachts habe ich Albträume, wache auf und kann tagelang nicht wieder einschlafen. Doch die Vorgeschichte über die ukrainische Armee hat das in das ZDF-Endprodukt nie geschafft. Und der emotionale Ausbruch bei den beiden Jungs wurde dem im Separatistenland herrschenden Brutalität suggestiv dem ostukrainischen Widerstand zugeschrieben. Militärischer Drill statt Computerspiele. Und statt Comics Kalaschnikows. An der Wand hängt Putin, so als gehöre Lugansk zu Russland. Jederzeit drohen hier in der Ostukraine neue Kämpfe. Dann könnten auch diese Kinder zu Kanonenfutter der Separatisten werden. Bogdan, den wir suchen, kennt man hier nicht. Dafür präsentiert man uns in der Kadettenschule andere, eigene Kriegshelden. Unter strenger Aufsicht des Lehrers dürfen wir mit zwei jungen Kämpfern Interviews führen. Jewgeni Shakunov und Semyon Spektor. Semyon war 14, als er in den Krieg zog. Kämpfte direkt an der Front, eroberte mit Einheiten der Separatisten etliche Dörfer, drängte die ukrainische Armee zurück. Schoss mit der Kalaschnikow und auch mit schwerem Maschinengewehr. Voller Stolz trägt er die Orden für seine Verdienste. Semyon will uns gegenüber nicht sagen, ob er Menschen erschossen hat. Aber was er sagt und auch beim Aufpasser sagen darf, viele seiner Kameraden fielen im Kampf. Du kannst nur schwer vergessen, wenn du deine Freunde sterben siehst. Ich hatte eine Freundin, Sascha, Saschenka, Alexandra. Sie war bei den freiwilligen Kämpfern des Donbass, war im Luganskaer Regiment. Und wir beide sollten im September 2014 in eine Klasse gehen. 4 Tage vor Schulanfang hat sie einen Scharfschütze erschossen. Was für ein Unglück. Das war so ein Moment, wo ich sehr gelitten habe. Sie war in meinem Alter, 15 Jahre alt. Unser Aufpasser wird plötzlich zum Direktor gerufen. Wir sind jetzt mit den zwei jungen Kämpfern allein. Ich weiß nicht, ob man hierzulande 16-jährige Schüler ohne Aufsicht des Aufpassers interviewen darf, aber unter strenger Aufsicht verstehe ich persönlich was anderes. Wir haben uns die vollständige Geschichte der Jungs, die mittlerweile sichtlich misstrauischer geworden sind, dennoch angehört. Die ukrainische Armee begann, die Russischsprachigen zu töten. Das war für mich schon mal der erste Grund, zur Waffe zu greifen. Ein weiterer Grund ist, das, was sie getrieben haben, ist unverzeihlich. Gucken wir uns Tschernochino an.
Als die bewaffneten Streitkräfte der Ukraine und die Spezialeinheiten Berkut in Tschernochino ankamen, fingen sie an, Menschen gefangen zu nehmen. Sie schmissen Granaten in die Fenster rein, wo das Licht nachts leuchtete. Wenn einer in der Nähe eines ihrer Blockposten vorbeiging, schnappten sie denjenigen und schlugen ihn zusammen. Sie fesselten die Menschen mit Stacheldraht an den Pfählen. Das ist schon mal das eine. Menschen lebten dort ein Jahr lang, ohne Licht und Wasser. Es herrschten schlechte Lebensbedingungen. Von Tschernochino ist nicht viel übrig geblieben. Es sind nur noch Ruinen und die Todesrate dort ist sehr hoch. Bei mir fing alles damals bei den Demonstrationen in unserer Stadt Lugansk an. Ich war bei der Einnahme des Geheimdienstgebäudes und danach auch auf den Barrikaden dabei. Dann brach ja schon der Krieg aus. Nach dem 2. Juni, als die Stadtverwaltung im Zentrum von Lugansk bombardiert wurde, landete ich bei den Kuban-Kasaken in der Stadt Krasny Lutsch im Landkreis Lugansk. Da war ich im Dienst. Es sei erwähnt, dass niemand wusste, wie alt ich in Wirklichkeit bin. Ich habe alle angelogen und sagte, ich sei 25 Jahre, damit sie mich nicht rausschmeißen. Ich habe das sehr angestrebt. Sie haben schon gesehen, dass ich jung bin. Viele glaubten mir, viele nicht. Doch beweisen konnte keiner etwas. Ich sagte, meine Papiere seien alle verbrannt. Dabei trug ich meine Geburtsurkunde die ganze Zeit über bei mir. Nach den Kuban-Kasaken im Juni starteten die Kämpfe in Metalist. Natürlich ist es schrecklich und erschütternd, dass Jewgeni und Semyon in solch einem jungen Alter den Krieg als Soldaten erleben mussten. Genauso empfanden das auch andere, wie zum Beispiel der Sozialpädagoge an der Luganska Kadettenschule Juri Saripov, was dazu geführt hat, dass die beiden von der Front abgezogen und an die Kadettenschule verwiesen wurden. Beide Jungs befanden sich mitten in den Ereignissen. Ich persönlich finde, dass Kinder, genau wie einige von den Erwachsenen, nichts im Krieg verloren haben. Wir hätten nie damit gerechnet, dass in heutiger Zeit auf unserem Territorium ein Krieg ausbrechen kann. Und dennoch kam es so, dass sie im Krieg landeten. Doch dank der Erwachsenen, die das Verantwortungsgefühl besitzen und denen das Schicksal der Kinder nicht gleichgültig ist, wurden sie da rausgeholt. Und als sich die Möglichkeit anbot, als unsere Kadettenschule eingerichtet wurde, verwies man sie an uns, in die Kadettenschule. Wir erhielten von unserer Schulleitung die Fürsprache, dass die beiden zu uns kommen. Im Gegensatz zu den Aussagen in der Reportage bereiten wir hier keine Terroristen vor, sondern Patrioten. Wir bringen den Kindern Bildung, Erziehung bei und Treue ihrem Land gegenüber. Wir versuchen aus ihnen Kinder zu machen, die andere Menschen respektieren und lieben, die das Leben schätzen und die bereit sind, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Im Grunde genommen entstand die Kadettenschule damals genau zu diesem Zweck. Solche hervorstechende Schicksale wie bei diesen beiden gibt es vielleicht sonst keine. Doch hat der Krieg die Schicksale vieler Kinder auf die eine oder andere Weise zerstört. Es gibt einige, die ihre Eltern verloren haben. Den Vater, die Mutter oder beide. Es gibt viele Waisen. Es gibt auch Flüchtlinge, die aus den zerstörten Orten zu uns kamen. Viele Geschichten sind leider keine Einzelfälle. Wir bilden sie aus und erziehen sie. Viele haben Unterrichtsstunden verpasst. Wir helfen ihnen, diese nachzuholen. Wir bringen ihnen das Einmaleins bei und vergewissern uns, dass sie alles lernen. Wir versuchen den Kindern Vertrauen gegenüber den Erwachsenen beizubringen. Erwachsene sollten ein gutes Vorbild sein. In unserer Kadettenschule benehmen sich alle Erwachsenen dementsprechend. In diesem Fall ist es fehlgeschlagen. Ein unangenehmer Fall. Dieses Mal zeigten die Erwachsenen den Kindern, wie man sich eben nicht benehmen sollte und wie das in der Welt der Erwachsenen manchmal so passiert. Wie man die Wahrheit verzerrt und einem etwas unterstellt. Wie man das eine sagt und dann das Gegenteil davon tut. Das hat einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen.
Und noch eine kleine Frage an diejenigen unter euch, die Russisch verstehen. Was hört ihr den Jungen am Anfang des Interviews sagen? Als ich hörte, was die ukrainische Armee so treibt, ging ich zur Kommandatur in meine Heimatstadt Makeyevka. Как начала украинская армия издеваться, als die ukrainische Armee mit ihren Grausamkeiten loslegte. Daraus machten die Frontal 21-Macher nach dem, was ich hörte, was die ukrainische Armee so treibt. Nachdem die Protagonisten der Frontal 21-Reportage das Werk von Barz und Ginzel seien, richteten sie Folgendes an sie aus. Ich möchte Sie einfach fragen, warum Sie auf der ganzen Welt oder in Deutschland Unwahrheiten verbreiten. Was haben Sie davon? Das tut weh. Das tut sehr weh, wenn man Vertrauen den Menschen gegenüber zeigt und sie dann... Dir ein Messer in den Rücken rammen. Wir haben uns geöffnet. Wir haben ihnen alles erzählt, was sie wissen wollten. Unsere Geschichten, die haben unsere Seele geöffnet. Wegen der Erinnerung brach ich sogar in Tränen aus. Sie aber haben alles so rumgedreht, dass wir am Ende Terroristen sind. Mir boten sie an, zum Friedhof zu fahren, damit ich ihnen die Gräber meiner verstorbenen Freunde und das meiner verstorbenen Freundin zeige. Sie haben uns quasi dazu überredet. Das war für mich alles andere als leicht. Ich dachte aber, na gut, ich ehre sie doch in dieser Sendung, aus lauter Vertrauen heraus. Doch es kam anders. Ich will nur eines sagen, glauben Sie nicht Ihren Medien. Kommen Sie am besten selber hierher und überzeugen Sie sich selbst. Wagt doch mal einen Blick auf die russischen Sender, nicht nur die ukrainischen und die europäischen. Die lügen zum größten Teil. Ich persönlich habe mal reingeguckt. Sie präsentieren sich als Helden und uns hier als Terroristen. Besser selber hierher kommen und alles mit eigenen Augen sehen. Genau, besser hierher kommen und sich selbst überzeugen. Ich möchte Ihnen sagen, Sie sollten nicht so verschwenderisch mit Ihren eigenen Worten umgehen. Wenn Sie sich Freunde nennen, dann agieren Sie auch entsprechend. Freunde lügen nicht. Freunde sagen einander die Wahrheit und missbrauchen sich nicht als Mittel zum Zweck. Ich verstehe auch, dass man im Westen was anderes hören möchte. Und dennoch, wenn Sie verantwortungsbewusst handeln wollen, sich Journalisten und Freunde nennen, dann müssen Sie die Wahrheit erzählen. Sie müssen ehrlich sein und den Kindern kein schlechtes Beispiel geben. Sie haben nämlich schon genug schlimme Dinge gesehen und Sie haben zu diesen schlechten Erfahrungen nochmal etwas beigetragen. Das war's von mir. Erinnert ihr euch noch? Am Mittwoch haben wir über den absurden Fall des türkischen Arztes Dr. Bilgin Çifti berichtet, der fürs Teilen dieses Memes bis zu 2 Jahre ins Gefängnis gehen könnte. Die große Frage vor Gericht: Sieht Erdogan wirklich aus wie Gollum? Zur Entscheidungshilfe sind sogar Experten aus der Psychologie und den Verhaltenswissenschaften zugezogen worden. Und nun kommt sogar Regisseur höchstpersönlich Peter Jackson himself zur Rettung. Wenn das wirklich die Bilder sind, auf denen der türkische Prozess basiert, dann können wir definitiv sagen, in keinem davon ist die als Gollum bekannte Figur abgelichtet. Auf allen ist die Figur namens Smeagol zu sehen. Smeagol ist ein fröhlicher, lieber Charakter. Smeagol lügt nicht, er betrügt nicht und er versucht nicht, andere zu manipulieren. Falls Dr. Çifti doch verhaftet werden sollte, beabsichtigt seine Anwältin Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einzureichen. Wir schreiben das Jahr 2035 und wenn es nach RT geht, sieht die Welt ganz schön anders aus. Look who it is. So, what's new? Got my new teeth. In the world, John. Oh, apart from the fact that no one is afraid of us anymore, there's nothing new, sir. But can two old friends have a drink, at least? Yes. Yes, we can. You sit down at the desk. You realize the power. We are receiving breaking news from the White House.
President of the United States, Edward Snowden, has announced a new era of transparency for the NSA and... Damn propaganda bullhorn! ...agencies come into force from today. Damn propaganda bullhorn. Also ich will ja nicht sagen, aber die Raute kriege ich schon mal ziemlich gut hin. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend und einen erholsamen Nikolaustag. Bis nächste Woche. Tschüss. Ein Akt der Selbstverteidigung, der Syrien-Einsatz ist beschlossene Sache. Der Bundestag hat mit einer erdrückenden GroKo-Mehrheit für den Syrien-Einsatz gestimmt. Und nachdem alles auf einmal so schnell ging, könnte man fast spekulieren, dass das sowieso schon geplant war. Abgestimmt wurde mit 445 Ja-Stimmen, 146 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen. 1200 Soldaten vorerst bis Ende 2016, dass das aber so nicht eintreten wird, ist eigentlich allen klar. Denn auch bei der Bundeswehr spricht man von einem 10-jährigen Einsatz. Hat denn nun der Bundestag auch das deutsche Volk repräsentiert? Wenn wir von der Bild-Umfrage ausgehen, dann ja. Denn 60% haben für den Kampf gegen die Terrormiliz ISIS abgestimmt. Auch der Deutschland-Trend der ARD bildet ein ähnliches Ergebnis ab. Die Frage, sollte Deutschland gegen den sogenannten IS militärischen Beistand leisten? Etwas ungeschickt formuliert, nichtsdestotrotz befürworten die sogenannten ARD-Zuschauer mit 58% den militärischen Einsatz. Die NTV-Umfrage tanzt aus der Reihe, denn hier haben sich 71% gegen ein militärisches Engagement in Syrien ausgesprochen. Ich vermute, es liegt an der Fragestellung, denn sobald der IS genannt wird, sind alle Leute voll dabei. Aber wenn es nur um ein militärisches Engagement geht, dann sieht die deutsche Bevölkerung das doch sehr viel kritischer. Trägt denn nun dieser Einsatz zur Verbesserung der globalen Situation oder vielleicht sogar zum Weltfrieden bei oder nicht? Maria Jansen auf den Straßen Berlins hat nach Antworten gesucht. Der Deutsche Bundestag hat heute für den Bundeswehreinsatz in Syrien abgestimmt. Und inwiefern finden Sie, würde das zum Weltfrieden und zu unserer Sicherheit beitragen? Ich denke nicht zu unserer Sicherheit. Ich denke, das gibt mehr Unfrieden hier in unserem Land. Gar nicht, ne? Gar nicht.
Gar nicht, nicht. Wir möchten ja auch, dass es Frieden gibt und wir können eigentlich nicht immer nur alle anderen dafür ins Feld schicken. Zur Sicherheit wird es bestimmt beitragen, denke ich mal, zum Weltfrieden natürlich erstmal kurzfristig nicht. Also ich bin ja die ältere Generation, da ich sehe das alles ein bisschen anders und finde es alles ein bisschen beängstigend. Aber es ist natürlich besser, sie machen da irgendwas, als wenn es jetzt hierher kommt dann, ne? Verkehrt ist es sicherlich nicht. Ich bin ansatzweise dafür. Nicht komplett, aber in gewisser Weise. Also ich bin ein bisschen gespalten. Ich bin total raus aus der Politik. Interessiert mich echt gar nicht. Deswegen kann ich da jetzt nicht so unbedingt so ein Statement zu abgeben. Der militärische Einsatz wird als Akt der Selbstverteidigung begründet. Alexander Neu, Mitglied der Linken, sagt, dass von einer Selbstverteidigung keine Rede sein kann. Außerdem bewegt sich dieser Angriff nicht in einem rechtlich legitimen Rahmen. Von einer Selbstverteidigung kann keine Rede sein. Viele tausend Kilometer von Paris entfernt, in einem Staat, der selber nichts damit zu tun hat, dann dort Angriffe zu fliegen, ist selber ein Rechtsbruch. Insbesondere hat die syrische Regierung Mitte September einen Brief an den UN-Sicherheitsrat geschickt, dass sie nicht damit einverstanden ist, dass westliche Luftwaffen ihr Territorium jeden Tag verletzen und dort bombardieren. Die syrische Regierung ist dagegen. Die westlichen Staaten ignorieren das und brechen tagtäglich den syrischen Luftraum. Ich sage das deshalb auch, weil die Türkei ja meint, dass Russland den türkischen Luftraum verletzt hat, was sein mag. Aber die Türkei tut ein Vielfaches tagtäglich. Die sogenannte Air Campaign, also der Luftkrieg alleine, kann einen Krieg nicht entscheiden. Die russische Regierung setzt hier auf die Bodentruppen der syrischen Regierung, was ja legitim ist. Sie ist die einzige legitime Armee vor Ort. Ob es westliche Truppen geben wird, es gibt Spezialkräfteeinsätze bereits, ob sich das mit einer Eigendynamik gewissermaßen fortentwickeln wird, bleibt abzusehen. Ich kann mir vorstellen, in der Tat, dass da was kommen wird. Was aber allerdings schon auch von der Bundesregierung angesprochen wird, ist, wenn es einen Frieden geben soll, der abgesichert werden soll, könnte es sein, dass auch die Bundeswehr dabei sein soll. Ich glaube auch, dass wir durch die Beteiligung noch stärker in den Fadenkreuz des IS kommen. Ich bin sehr skeptisch, was die Sicherheit Deutschlands angeht. Aber es gibt einen anderen Punkt, der weitaus gefährlicher ist, was kaum in der westlichen Öffentlichkeit diskutiert wird. Im syrischen Luftraum gibt es eine Vielzahl von Staaten, unter anderem Russland, die dort kämpfen. Das hat ein Potenzial, kann eine Dynamik entfalten, die einen großen Krieg mit Russland erzeugen kann. Wir sehen den Abschuss der russischen Maschine durch die Türkei. Das, wenn wir Glück haben, bleibt es ein Einzelfall. Aber es hat ein Potenzial zu weit mehr. Das ist die viel größere Gefahr. Einem 29. NATO-Mitglied steht nichts mehr im Wege. Montenegro soll es werden. Mittwoch wurde eine offizielle Einladung der Außenminister des Bündnisses ausgesprochen. Wem dieser Beitritt genau dienen soll, bleibt offen, denn Montenegro verfügt über eine äußerst kleine Armee von lediglich 2.100 Soldaten. Kritiker sehen dieses Vorgehen viel mehr als geopolitischen Schachzug. Der Außenminister Montenegros, Luxi, freut sich und Generalsekretär gegenüber. Wir versuchen aus ihnen Kinder zu machen, die andere Menschen respektieren und lieben, die das Leben schätzen und die bereit sind, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Im Grunde genommen entstand die Kadettenschule damals genau zu diesem Zweck. Solche hervorstechende Schicksale wie bei diesen beiden gibt es vielleicht sonst keine. Doch hat der Krieg die Schicksale vieler Kinder auf die eine oder andere Weise zerstört. Es gibt einige, die ihre Eltern verloren haben. Den Vater, die Mutter oder beide. Es gibt viele Waisen. Es gibt auch Flüchtlinge, die aus den zerstörten Orten zu uns kamen. Viele Geschichten sind leider keine Einzelfälle. Wir bilden sie aus und erziehen sie. Viele haben Unterrichtsstunden verpasst. Wir helfen ihnen, diese nachzuholen. Wir bringen ihnen das Einmaleins bei und vergewissern uns, dass sie alles lernen. Wir versuchen den Kindern Vertrauen gegenüber den Erwachsenen beizubringen. Erwachsene sollten ein gutes Vorbild sein. In unserer Kadettenschule benehmen sich alle Erwachsenen dementsprechend. In diesem Fall ist es fehlgeschlagen. Ein unangenehmer Fall.
Dieses Mal zeigten die Erwachsenen den Kindern, wie man sich eben nicht benehmen sollte und wie das in der Welt der Erwachsenen manchmal so passiert. Wie man die Wahrheit verzerrt und einem etwas unterstellt. Wie man das eine sagt und dann das Gegenteil davon tut. Das hat einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Und noch eine kleine Frage an diejenigen unter euch, die Russisch verstehen. Was hört ihr den Jungen am Anfang des Interviews sagen? Als ich hörte, was die ukrainische Armee so treibt, ging ich zur Kommandatur in meine Heimatstadt Makeyevka. Как начала украинская армия издеваться? Als die ukrainische Armee mit ihren Grausamkeiten loslegte. Daraus machten die Frontal 21-Macher nach dem, was ich hörte, was die ukrainische Armee so treibt. Nachdem die Protagonisten der Frontal 21-Reportage das Werk von Barz und Ginzel seien, richteten sie Folgendes an sie aus. Ich möchte sie einfach fragen, warum sie auf der ganzen Welt oder in Deutschland Unwahrheiten verbreiten. Was haben sie davon? Das tut weh. Das tut sehr weh, wenn man Vertrauen den Menschen gegenüber zeigt und sie dann... Dir ein Messer in den Rücken rammen. Wir haben uns geöffnet. Wir haben ihnen alles erzählt, was sie wissen wollten. Unsere Geschichten. Wir haben unsere Seele geöffnet. Wegen der Erinnerungen brach ich sogar in Tränen aus. Sie aber haben alles so rumgedreht, dass wir am Ende Terroristen sind. Mir boten sie an, zum Friedhof zu fahren, damit ich ihnen die Gräber meiner verstorbenen Freunde und das meiner verstorbenen Freundin zeige. Sie haben uns quasi dazu überredet. Das war für mich alles andere als leicht. Ich dachte aber, na gut, ich ehre sie doch in dieser Sendung, aus lauter Vertrauen heraus. Doch es kam anders. Ich will nur eines sagen, glauben Sie nicht Ihren Medien. Kommen Sie am besten selber hierher und überzeugen Sie sich selbst. Wagt doch mal einen Blick auf die russischen Sender, nicht nur die ukrainischen und die europäischen. Die lügen zum größten Teil. Ich persönlich habe mal reingeguckt. Sie präsentieren sich als Helden und uns hier als Terroristen. Besser selber hierher kommen und alles mit eigenen Augen sehen. Genau, besser hierher kommen und sich selbst überzeugen. Ich möchte Ihnen sagen, Sie sollten nicht so verschwenderisch mit Ihren eigenen Worten umgehen. Wenn Sie sich Freunde nennen, dann agieren Sie auch entsprechend. Freunde lügen nicht. Freunde sagen einander die Wahrheit und missbrauchen sich nicht als Mittel zum Zweck. Ich verstehe auch, dass man im Westen was anderes hören möchte. Und dennoch, wenn Sie verantwortungsbewusst handeln wollen, sich Journalisten und Freunde nennen, dann müssen Sie die Wahrheit erzählen. Sie müssen ehrlich sein und den Kindern kein schlechtes Beispiel geben. Sie haben nämlich schon genug schlimme Dinge gesehen und Sie haben zu diesen schlechten Erfahrungen noch mal etwas beigetragen. Das war's von mir. Erinnert ihr euch noch? Am Mittwoch haben wir über den absurden Fall des türkischen Arztes Dr. Bilgin Çifti berichtet, der fürs Teilen dieses Memes bis zu 2 Jahre ins Gefängnis gehen könnte. Die große Frage vor Gericht: Sieht Erdogan wirklich aus wie Gollum? Zur Entscheidungshilfe sind sogar Experten aus der Psychologie und den Verhaltenswissenschaften zugezogen worden. Und nun kommt sogar Regisseur höchstpersönlich Peter Jackson himself zur Rettung. Wenn das wirklich die Bilder sind, auf denen der türkische Prozess basiert, dann können wir definitiv sagen, in keinem davon ist die als Gollum bekannte Figur abgelichtet. Auf allen ist die Figur namens Smeagol zu sehen. Smeagol ist ein fröhlicher, lieber Charakter. Smeagol lügt nicht, er betrügt nicht und er versucht nicht, andere zu manipulieren. Falls Dr. Çifti doch verhaftet werden sollte, beabsichtigt seine Anwältin Klage beim Europäischen. Bei den beiden Jungs wurde dem im Separatistenland herrschenden Brutalität suggestiv dem ostukrainischen Widerstand zugeschrieben. Militärischer Drill statt Computerspiele. Und statt Comics Kalaschnikows. An der Wand hängt Putin, so als gehöre Lugansk zu Russland. Jederzeit drohen hier in der Ostukraine neue Kämpfe. Dann könnten auch diese Kinder zu Kanonenfutter der Separatisten werden. Bogdan, den wir suchen, kennt man hier nicht. Dafür präsentiert man uns in der Kadettenschule andere, eigene Kriegshelden.
Unter strenger Aufsicht des Lehrers dürfen wir mit zwei jungen Kämpfern Interviews führen. Jewgeni Schakunow und Semjon Spektor. Semjon war 14, als er in den Krieg zog. Kämpfte direkt an der Front, eroberte mit Einheiten der Separatisten etliche Dörfer, drängte die ukrainische Armee zurück. Schoss mit der Kalaschnikow und auch mit schwerem Maschinengewehr. Voller Stolz trägt er die Orden für seine Verdienste. Semjon will uns gegenüber nicht sagen, ob er Menschen erschossen hat. Aber was er sagt und auch beim Aufpasser sagen darf, viele seiner Kameraden fielen im Kampf. Du kannst nur schwer vergessen, wenn du deine Freunde sterben siehst. Ich hatte eine Freundin, Sascha, Saschenka, Alexandra. Sie war bei den freiwilligen Kämpfern des Donbass, war im Luganskaer Regiment. Und wir beide sollten im September 2014 in eine Klasse gehen. 4 Tage vor Schulanfang hat sie einen Scharfschütze erschossen. Was für ein Unglück. Das war so ein Moment, wo ich sehr gelitten habe. Sie war in meinem Alter, 15 Jahre alt. Unser Aufpasser wird plötzlich zum Direktor gerufen. Wir sind jetzt mit den zwei jungen Kämpfern allein. Ich weiß nicht, ob man hierzulande 16-jährige Schüler ohne Aufsicht des Aufpassers interviewen darf, aber unter strenger Aufsicht verstehe ich persönlich was anderes. Wir haben uns die vollständige Geschichte der Jungs, die mittlerweile sichtlich misstrauischer geworden sind, dennoch angehört. Die ukrainische Armee begann, die Russischsprachigen zu töten. Das war für mich schon mal der erste Grund, zur Waffe zu greifen. Ein weiterer Grund ist, das, was sie getrieben haben, ist unverzeihlich. Gucken wir uns Tschernochino an. Als die bewaffneten Streitkräfte der Ukraine und die Spezialeinheiten Berkut in Tschernochino ankamen, fingen sie an, Menschen gefangen zu nehmen. Sie schmissen Granaten in die Fenster rein, wo das Licht nachts leuchtete. Wenn einer in der Nähe eines ihrer Blockposten vorbeiging, schnappten sie denjenigen und schlugen ihn zusammen. Sie fesselten die Menschen mit Stacheldraht an den Pfählen. Das ist schon mal das eine. Menschen lebten dort ein Jahr lang, ohne Licht und Wasser. Es herrschten schlechte Lebensbedingungen. Für Tschernochino ist nicht viel übrig geblieben. Es sind nur noch Ruinen und die Todesrate dort ist sehr hoch. Bei mir fing alles damals bei den Demonstrationen in unserer Stadt Lugansk an. Ich war bei der Einnahme des Geheimdienstgebäudes und danach auch auf den Barrikaden dabei. Dann brach ja schon der Krieg aus. Nach dem 2. Juni, als die Stadtverwaltung im Zentrum von Lugansk bombardiert wurde, landete ich bei den Kuban-Kasaken in der Stadt Krasny Lutsch im Landkreis Lugansk. Da war ich im Dienst. Es sei erwähnt, dass niemand wusste, wie alt ich in Wirklichkeit bin. Ich habe alle angelogen und sagte, ich sei 25 Jahre, damit sie mich nicht rausschmeißen. Ich habe das sehr angestrebt. Sie haben schon gesehen, dass ich jung bin. Viele glaubten mir, viele nicht. Doch beweisen konnte keiner etwas. Ich sagte, meine Papiere seien alle verbrannt. Dabei trug ich meine Geburtsurkunde die ganze Zeit über bei mir. Nach den Kuban-Kasaken im Juni starteten die Kämpfe in Metalist. Natürlich ist es schrecklich und erschütternd, dass Jewgeni und Semjon in solch einem jungen Alter den Krieg als Soldaten erleben mussten. Genauso empfanden das auch andere, wie zum Beispiel der Sozialpädagoge an der Luganska Kadettenschule Juri Saripov, was dazu geführt hat, dass die beiden von der Front abgezogen und an die Kadettenschule verwiesen wurden. Beide Jungs befanden sich mitten in den Ereignissen. Ich persönlich finde, dass Kinder, genau wie einige von den Erwachsenen, nichts im Krieg verloren haben. Wir hätten nie damit gerechnet, dass in heutiger Zeit auf unserem Territorium ein Krieg ausbrechen kann. Und dennoch kam es so, dass sie im Krieg landeten. Doch dank der Erwachsenen, die das Verantwortungsgefühl besitzen und denen das Schicksal der Kinder nicht gleichgültig ist, wurden sie daraus geholt. Und als sich die Möglichkeit anbot, als unsere Kadettenschule eingerichtet wurde, verwies man sie an uns, in die Kadettenschule. Wir erhielten von unserer Schulleitung die Fürsprache, dass die beiden zu uns kommen. Terroristen, wie es klingt.
Im Gegensatz zu den Aussagen in der Reportage bereiten wir hier keine Terroristen vor, sondern Patrioten. Wir bringen den Kindern Bildung, Erziehung bei und Treue ihrem Land. Herr Stoltenberg heißt das voraussichtlich 29. Mitglied willkommen. Die NATO-Mitgliedschaft ist gut für Montenegro. Sie ist gut für Europa und gut für die gesamte Allianz. Also noch einmal, willkommen. Thank you. Dies ist in der Tat ein großer Tag für mein Land, ein verdienter Tag, glaube ich. Und ich bin überzeugt, für die Allianz ist es ein ebenso wichtiger Tag. Der Nutzen eines Beitritts wird von Montenegros Politikern sowohl im sicherheitspolitischen als auch im wirtschaftlichen Bereich gesehen. Allerdings hat diese Entscheidung im Land selbst für viel Verstimmung gesorgt, denn circa die Hälfte der 600.000 Montenegriner sprechen sich gegen den Beitritt aus. Diese Unstimmigkeiten haben bereits in der Vergangenheit zu Demonstrationen geführt. Darüber hinaus wächst das Unverständnis für die Regierung und die Politiker, die teilweise schon über zwei Jahrzehnte im Amt sind. Man möchte kein Spielball auf dem großen geostrategischen Schachbrett werden, so Joaquin Flores, Balkankorrespondent der Greenville Post. Was genau der Nutzen für das kleine europäische Land sein soll, das ist die große Frage. Die Frage, in welcher Weise ein NATO-Beitritt Montenegro nutzt, die wird in Montenegro derzeit tatsächlich gestellt. Es gibt wirklich keinen kohärenten Konsens. Den Menschen in Montenegro wurde nicht einleuchtend erklärt, welches denn nun die Vorteile sind. Und das ist eine der Ursachen für die Protestbewegung, die es nun gibt. And so this is really one of the sources of the problems in the protest movement that's underway right now. Es scheint durch den NATO-Beitritt keinen wirklichen Nutzen zu geben. Natürlich bietet die NATO bestimmte Gehälter an und bestimmte Dinge bezüglich des Militärs. Aber Montenegro ist natürlich ein kleines Land mit einer sehr geringen, sanftmütigen Bevölkerung und es ist keine Militärmacht. Es werden natürlich bestimmte Dinge bezüglich einer Aufwertung des Militärs geboten, aber jenseits des Theoretischen scheint es keine echten Vorteile zu geben. Die Regierung Montenegros ist ein wenig ungewöhnlich. Es ist ein europäisches Land, die Führung tendiert aber dazu, sich ein wenig so wie die alten Bananenrepubliken in Afrika oder Lateinamerika im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu verhalten. Und das ist nicht abfällig gemeint, sondern einfach nur eine Analyse. Sie bedeutet, dass die Führer leider nur auf ihre eigenen Interessen schauen. Wenn sie eine Möglichkeit sehen, ihr Vermögen um ein paar Milliarden Dollar oder Euro zu erhöhen, dann werden sie diesen Kurs vermutlich einschlagen. That they may increase their own value, their own wealth by a few billion dollars or a few billion euros, then this is a course that they're likely to take. Außerdem bietet die NATO natürlich an, durch die Geheimdienste den Staat zu untermauern, besonders in einer Zeit, in der die Protestbewegung gegen die Regierung in Montenegro so populär ist. The protest movement against the Montenegrin government is so popular. Die Regierung ist sehr besorgt, dass sie die Macht verlieren könnte. Ein Teil des Konfliktes mit der Bevölkerung gründet sich auf den Pro-NATO-Kurs. Aber durch einen NATO-Beitritt hofft die Regierung, Stabilität zu erreichen. Sie hoffen, in das Geheimdienstnetzwerk der NATO eingebunden zu werden. Die allgemeine Stimmung scheint in sämtlichen Bereichen zumindest vorsichtig gegenüber einem NATO-Beitritt zu sein. Und mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist kategorisch gegen eine NATO-Mitgliedschaft. Darum sehen wir seit Ende Oktober die vielen Demonstrationen in der Hauptstadt. Das sind Themen, die natürlich mit Korruption zusammenhängen, mit der Tatsache, dass die heutigen Machthaber das schon seit 30 Jahren sind. Es wird wirklich nicht als ein demokratisches Land gesehen. Und nun bewegt die Regierung das Land unilateral in Richtung einer NATO-Mitgliedschaft, ganz im Widerspruch zu dem, was die meisten Menschen denken. Offen gesagt haben sie Angst, dass im Falle einer geostrategischen oder geopolitischen Katastrophe Menschen aus Montenegro an die Front geschickt werden. Wir sprechen hier natürlich von Verlusten in einem Krieg, an dem sie keinen Anteil und auch kein Interesse haben. Russland sieht den Beitritt mit Sorge, hat aber noch nicht mit konkreten Maßnahmen reagiert. Ein Duma-Vertreter sprach bereits über Sanktionen, allerdings konnte Kreml-Sprecher Peskow das nicht bestätigen. Aber schon vor einiger Zeit kam aus Moskau die Ansage, dass ein Beitritt Montenegros in die NATO schädlich für die gesamteuropäische Sicherheit sein würde.
Und im zweiten Teil geht RT-Reporterin Maria Jansen einem Frontal-21-Bericht aus der Ostukraine nach, der nicht unbedingt der Qualität entspricht, die wir aus dem ZDF-Axel Springer-Konglomerat gewöhnt sind. Sanctions. Easy right or wrong, but I definitely think sanctions are better than conflict. You don't perform for diplomatic reasons. You perform for humanitarian ways. I'm talking obviously about Edward Snowden. I believe he's a hero. I believe he's coming directly from his heart. Auf deutsch.rt.com haben wir im November über den Frontal 21-Bericht zum Thema Kindersoldaten im Fronteinsatz bereits einen Artikel verfasst. Kurze Zeit danach haben wir die Protagonisten der ZDF-Reportage ausfindig machen können, doch das, was sie uns erzählten, ist selbst eine Reportage wert. Der ZDF-Korrespondent und Axel Springer-Preisträger Joachim Barth und Journalist Ant Ginzel, bekannt durch Reportagen über das Leipziger Rotlichtmilieu, haben sich ausdrücklich zu der Unabhängigkeit Donetsker und Luganska Volksrepubliken bekannt. Das gestanden sie gegenüber mehreren Donbass-Einwohnern, als sie ihr Bericht über Kindersoldaten für ZDFs Frontal 21 vor Ort drehten. Darunter waren zwei Kadettenschüler, der Sozialpädagoge Juri Saripov. Sie erzählten uns über ihre Begegnungen mit den deutschen Korrespondenten. Sie konnten kein Russisch, darum kommunizierten wir über die Dolmetscherin. Sie sagten, sie unterstützen Novorossiya, die Donetsker und Luganska Volksrepubliken. Und sie sagten, Jungs, bleibt stark und alles wird gut. Sie wirkten sehr wohlwollend und machten einen sehr freundlichen Eindruck. Der Kameramann war mir, um ehrlich zu sein, unsympathisch. Der benahm sich komisch. Bei Ihnen zum Beispiel merkt man sofort, dass Sie sich für uns interessieren. Bei dem anderen Kameramann war das nicht so. Dennoch waren Sie freundlich. Sie lächelten. Freundlich schon, aber der Reporter war halt lockerer. Stimmt. Als wir voneinander Abschied nahmen, wollten Sie ein Bild von uns. Meinten, Sie möchten ein Erinnerungsfoto mit uns. Mir kamen sie nett vor. Das kam anscheinend aber nur so rüber. Wir unterstützten sie. Wir zeigten ihnen unseren Unterricht und unsere Unterrichtsräume. In der Sporthalle waren sie auch. Wir brachten ihnen gegenüber unsere Gunst zum Ausdruck. Wir zeigten ihnen unser Zubehörlager, danach noch die Bibliothek und die Sporthalle. Vor der Abfahrt führten sie dann ein Interview mit den Jungs durch. Das heißt, die Jungs vertrauten ihnen, genauso wie auch die Leitung der Kadettenschule. Wir halfen ihnen bei ihrer Arbeit. Wir hofften auf eine gewisse Objektivität in der Reportage. Zumindest haben sie uns das versprochen. Sie sagten, nicht alle im Westen würden lügen. Es gäbe auch einige, die an der Wahrheit interessiert sind. Und wir glaubten ihnen. Sie fragten die Kinder, wer sie sind und wie sie in die Kadettenschule gekommen sind. Sie haben sich nach ihrer Vorgeschichte erkundigt. Beide Jungs waren in die Kampfhandlungen verwickelt. Ihr Schicksal ist nicht leicht. Die Reporter wollten wissen, was sie durchgemacht und was sie gesehen haben, wie sie hier gelandet sind und was sie sich für ihre Zukunft wünschen. Sie nannten sich Novorossiya-Freunde und trugen die entsprechenden Zeichen, Sankt Georgsbänder. Damit weckten sie bei den Kindern Vertrauen. Doch als die Jungs dann sahen, was daraus geworden war, standen sie erst einmal unter so einer Art Schock. Привело их в легкий шок, скажем так.
In der Frontal 21 Reportagen wurden dann aus Freunden plötzlich Separatisten. Aber das ist nicht der einzige Widerspruch im Bericht. So jagen sie quer durch den Donbass einen einzigen 15-jährigen Jungen hinterher, während die Kindersoldaten in der Westukraine gerade mal eine kurze Erwähnung bekommen. Die beiden Minderjährigen Jewgeni Schakunow und Semyon Spektor fanden sie in einer Kadettenschule in Lugansk. Diese öffneten sich den mitfühlenden Novorossier-Unterstützern aus Deutschland und erzählten ehrlich darüber, was die ukrainische Armee in ihren Dörfern so machte, was sie letztendlich dazu trieb, zur Waffe zu greifen. Darauf flossen die Tränen aus den Augen des 16-jährigen Jewgeni. Jewgeni Schakunow hat Schlimmes erlebt. Bereits mit 15 sah er, wie Geschosse menschliche Körper zerfetzten. Hier posiert Jewgeni vor einem getöteten ukrainischen Soldaten. Und 100 eigene Kameraden sah Jewgeni sterben. Wir sind unter uns und aus Jewgeni bricht es heraus. Krieg ist Wahnsinn. Das darf sich nicht wiederholen. Das soll um Gottes Willen keiner durchmachen, was ich erlebt habe. Du hast ständig Angst, es ist ein Horror. Nicht eine Minute kommst du zur Ruhe. Noch Tage nach einem Gefecht stehst du unter Strom. Hast Angst, dass der Feind kommt und dich umbringt. Nachts habe ich Albträume, wache auf und kann tagelang nicht wieder einschlafen. Doch die Vorgeschichte über die ukrainische Armee hat das in das CDF-Endprodukt nie geschafft. Und der emotionale Ausbruch